Super, geht los. Herzlich willkommen, hallo DWX. Schön, dass ihr da seid. Wir hoffen, ihr habt euch aus der Mittagspause erholt, seid nicht total im Fresskoma, denn wir möchten mit euch über eine Herzensangelegenheit reden, die Webschnittstelle. Wir sind große Web-Enthusiasten und natürlich, vielen Dank, natürlich haben wir auch schon mal Client-Anwendungen entwickelt, genauso wie ihr. Und ihr kennt das ja, man baut so eine schöne Client-Anwendung, zum Beispiel mit Angular oder React oder Vue.js oder mit einer Desktop-Technologie. Aber damit die Anwendung erst so richtig interaktiv wird, muss sie mit einem Server kommunizieren. Und wir haben hier mal so eine kleine Anwendung gemockupt. Und mein Präsenter geht aus irgendeinem Grund nicht. Ja, da muss ich wohl mit dem Fokus reingehen. So sieht's gut aus. Wir haben hier mal eine kleine Anwendung. Und die macht Dinge. Tja, wir sind Buchautoren, wir verwalten natürlich Software oder wir haben Software zum Bücherverwalten. In diesem Beispiel sehen wir also die Startseite dieser Anwendung und so ein Buch hat einen Titel, eine ISBN und ein paar Autoren. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, oder? Eigentlich nicht. Wir wollen eine Buchliste darstellen, einige wenige Eigenschaften dieser Bücher anzeigen. Dafür gibt es sogar schon eine Ressource in unserem Backend. Und zwar eine Ressource /books, da können wir mit einem GET-Request einen HTTP-Request hinstellen. Dann kommt JSON zurück und zack, so sieht's aus. So. Das ist ein Buch. Hat eine ISBN, hat einen Titel. Schon ganz cool, aber hat irgendwie auch noch 5, 6, 7 mehr andere Eigenschaften, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Wir rufen viel zu viele Daten ab und das ist eine klassische Situation von Overfetching. Zu viele Daten, mehr als wir benötigen. Damit könnten wir glatt noch leben, ein paar Byte zu viel übertragen, okay. Aber was mir gar nicht gefällt an deiner API hier, da werden ja Ressourcen weiterhin verlinkt. Das sind ja Hypermedia-Links oder Links, ja genau, auf Autors 1, Autor 2, Autor 3. Aber was hast du gegen meine schönen Links? Ich meine, das ist 100% restkonform. Da steht ein Link drin, das sind verknüpfte Ressourcen und man kann sich schön, so wie im Web üblich und wie jahrelang etabliert, durch diese Ressourcen navigieren und dann habe ich meinen Autor. Na gut, bei 3 Autoren könnten wir noch drüber reden, aber was ist, wenn ich jetzt tatsächlich mal ein Buch finde, das 10 Autoren hat, soll es ja geben, dann müsste ich ja einen Request zum Anfang, den Options nicht vergessen und dann haben wir ja nochmal 10 Autoren, dann sind wir ja bei mindestens 11, das geht ja wohl nicht. Genau, n plus 1 Requests müssen wir machen, um zuerst die Liste und dann die einzelnen Autoren abzurufen und das ist eine Situation von Underfetching. Wir rufen zu wenig Daten ab und müssen weitere Requests machen, um alle diese Daten zu bekommen. Und wenn ihr schon mal mit restbasierten Webservices gearbeitet habt, dann werdet ihr diese Eigenschaften ziemlich gut kennen und werdet wahrscheinlich auch schon mal in solche Probleme gerannt sein. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie implementieren wir sowas eigentlich? Und genau solche Probleme, ihr werdet sie kennen, wir kennen sie, waren auch bei Facebook bekannt. Niemand geringerem als der großen blauen Social-Media-Plattform. Ja gut, also wenn ich jetzt nicht Facebook wäre, dann würde ich jetzt einfach das Backend-Team beknien und sagen, hey Jungs, könnt ihr mir nicht eine Listenressource machen und dann vielleicht noch eine Detailressource und dann halt die für die, wo man nur die Autoren braucht, das geht schon. Ja, aber was wir ja gar nicht erwähnt haben, ist, dass unsere schöne Schnittstelle für Bücher von tausenden Nutzern weltweit genutzt wird. Das heißt, wenn wir jetzt da ankommen und sagen, ach, macht uns mal bitte mal diese Ressource so und so, weil wir das gerade für unser Frontend so brauchen, dann sagen die Leute, habt ihr einen Vogel? Das können wir nicht machen. Tausend andere Nutzer wollen auch noch irgendwelche Anforderungen. Geht also nicht. Wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Und bei Facebook ist es ja ganz genau so, da gibt es eine Web-App, da gibt es eine Mobilanwendung. Vergiss nicht die Apps, ne? Jeder App-Entwickler will seinen eigenen Mist. Genau. Ne? Es gibt die Schnittstelle, über die jeder die Daten abgreifen kann. Da geht es nicht, dass man einfach mal das so strickt, wie man es jetzt gerade braucht. Und Facebook hatte diese Anforderung und hat daraus eine Abfragesprache entwickelt, 2012 schon, mit dem Namen GraphQL. Und darum soll es heute gehen. GraphQL, was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Was sind die Konzepte dahinter? Und aber auch vor allem, wie verwenden wir denn das mit unserem Lieblings-Frontend-Framework? Ihr dürft dreimal raten, welches es ist. Angular. Angular, richtig, ganz genau. Hier. Also, lasst uns in GraphQL und Angular gucken. Ich glaube, die wollen nochmal Angular rufen. Angular, yay. Vorher aber zu uns. Also, ich bin der Ferdinand Malcher. Ich bin der Johannes Hoppe. Ich glaube, wir haben es vertauscht. Andersrum. Ich bin Ferdinand, das ist Johannes und wir sind die beiden Jungs von der Angular-Schule. Wir machen Angular-Workshops, Angular-Consulting, Angular-Beratung, alles rund um Angular und wir sind auch die stolzen Autoren dieses druckfrischen Angular-Buchs, das vor anderthalb Wochen im Handel erschien. Zweite Auflage. Schwer. Das ist sehr, sehr schwer. 740 Seiten mit allem, was ihr zu Angular wissen müsst. Also wenn ihr eine gute Ressource sucht, würde ich mal ganz unvoreingenommen sagen, dass das vielleicht eine sehr gute ist.
Und wir möchten dieses eine Exemplar natürlich nicht mit nach Hause nehmen heute, sondern irgendwie hier in diesem Raum lassen, euch zur Verfügung stellen. Und dazu? Ja, dazu würden wir uns freuen, wenn ihr einfach zum Thema Angular und zum Hashtag DWX 2019 etwas twittert, was sei euch überlassen. Und dann haben wir eine Lottofee, die im Anschluss zu diesem Talk den Gewinner verkündet. Und dann darf er sich freuen über ein signiertes Angular-Buch. Ganz genau. So, soviel zu uns und der Buchaktion. Wir gucken jetzt mal ins Thema GraphQL. Und da haben wir mal das Zitat mitgebracht, mit dem GraphQL sich gleich am ganzen Anfang der Dokumentation beschreibt. Lest es mal kurz durch. Wir haben es auf Deutsch übersetzt. Hoffentlich richtig. Ja, so ungefähr. Lasst uns mal gucken, was da so drin steckt. Ja, zumindest das Wort Abfragesprache fällt uns auf. Das scheint etwas zu sein, mit der ich etwas strukturiert anfragen kann. Was das genau kann, das müssen wir uns anschauen. Aber es ist anscheinend etwas, was Dinge kann, die wir noch erforschen müssen. Genau. Und wir können Daten von einer API abfragen oder woher auch immer, strukturiert. Aber das Wichtigste ist, dass alle diese Anfragen, Abfragen gegen ein Typsystem ausgeführt werden. Das heißt, wir haben eine statische Typisierung und sind die ganze Zeit typsicher unterwegs. Der dritte Punkt. Mein Lieblingsthema, muss ich schon mal erwähnen. Also wir sind ja hier Angular, TypeScript, alles stark typisiert. Und so die Kommunikation mit dem Server kann ja manchmal auch nicht so fluffig funktionieren. Und da wollen wir natürlich was machen mit Hilfe von Typen. Also das merken wir uns schon mal, Code-Generierung. Ja, genau, Code-Generierung. Gucken wir später noch drauf. Johannes' Lieblingsthema, da könnt ihr 2 Stunden drüber reden. Ja. Aber gucken wir später noch mal drauf. Der dritte Punkt hier drin. Abfragesprache, Typsystem. GraphQL ist gar nicht an eine ganz bestimmte Datenquelle oder Datenbank gebunden, sondern GraphQL ist eigentlich nur eine Software, eine Middleware, die dazwischen steht und Daten aus verschiedensten Quellen aggregieren und zur Verfügung stellen kann. Das bedeutet, ihr könnt eure REST-Services, eure anderen GraphQL-Services, eure bestehenden relationalen Datenbanken, Dokumentendatenbanken, alles, was ihr habt, alte Legacy-Systeme, könnt ihr damit einbinden. Das ist also kein Ersatz für REST, sondern lediglich eine Ergänzung. Super praktisch. Naja, und wir sind ja hier in einer sehr .NET-lastigen Konferenz. Also viele von euch kennen ja Entity Framework zum Beispiel. Und wenn man jetzt ganz klassisch gegen eine Datenbank wieder geht, dann habt ihr ein wirklich einfaches Leben. Da gibt es gut vorbereitete Software. Wenn es eine völlig neue Datenquelle sein soll, dann habt ihr eventuell noch was zu tun. Aber das ist ja das Schöne daran, das ist erstmal agnostisch zur Quelle der Daten. Aber egal, woher die Daten kommen, wir reden mal zuerst über dieses Typsystem. Wir haben Daten und in GraphQL steckt dieser Begriff des Graphen drin und man assoziiert das irgendwie sofort mit einer Graph-Datenbank. Hat aber zunächst erstmal überhaupt gar nichts damit zu tun. Natürlich kann man auch Graph-Datenbanken anbinden, aber der Graph kommt ganz woanders her. Wir haben Entitäten. Naja, das hier zum Beispiel ist ganz offensichtlich das Buch. Das soll unsere wichtigste Entität sein und sie steht in Beziehung zu anderen Entitäten. In diesem Fall haben wir ein Buch, kann viele Autoren haben und viele Autoren können auch ein Buch geschrieben haben. Und um das Beispiel etwas weiterzufassen, gibt es auch noch Kategorien in diesem Beispiel. Ein Buch muss immer nur zu einer Kategorie gehören, aber natürlich sind viele Bücher in derselben Kategorie vereint. Und so baut sich ein Beziehungsgeflecht aus. Das ist ein Graph. Die Entitäten stehen zueinander in Beziehung und so ergibt sich ein Graph. Und das ist der Graph in GraphQL. Auch relationale Daten stehen zueinander in Beziehung. Über Primär- und Fremdschlüssel habt ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwann gemacht, eine SQL-Datenbank aufgebaut und solche Dinge definiert. Und in GraphQL geht es jetzt noch einen Schritt weiter. Wir müssen ja irgendwie an diese Daten rankommen. Fangen wir jetzt beim Book an oder beim Autor oder bei der Kategorie. Dafür wird ein Wurzelknoten definiert, von dem wir aus wir dorthin kommen, wo wir hinkommen können und wollen. In dem Fall zu allen einzelnen Entitäten als Listen. So ist erstmal die grundsätzliche Struktur unserer Daten als Graph. Und das nennt man dann auch meistens Root Query. Genau, dieses Sternchen da oben. So, jetzt müssen wir diesen Graphen irgendwie in die GraphQL-Welt bekommen und abbilden. Und dafür ist ein sogenanntes Schema verantwortlich, ein GraphQL-Schema. Das sieht so aus. Ja, wir sehen hier das Schema mal in der typischen Sprache, die man in GraphQL benutzt. Das sieht ein bisschen nach JSON aus und ich denke, jeder kann es lesen. Wir sehen zum Anfang das Query. Dort sind die Autoren, Bücher und Kategorien verwiesen. Und dann gucken wir uns zum Beispiel das rote Kästchen an, das Buch. Und da sehen wir zum Beispiel, dass das Buch wiederum Array aus Autoren hat, aber zum Beispiel nur eine einzige Kategorie. Und so lässt sich so ein Graph mit diesem Schema beschreiben.
Dieses Schema wird auf dem Server abgelegt. Das heißt, der Server hat die Hoheit darüber, zu bestimmen, wie die Daten strukturiert sind, wie sie typisiert sind, wie sie überhaupt aussehen. Denn der Server weiß ja als einziger, welche Datenquellen er abruft und die Daten an das Frontend weitergeben kann. Was können wir jetzt mit diesem Schema machen? Wir können dagegen Operationen ausführen. Und was kann man mit Daten im Allgemeinen tun? Man kann sie lesen und schreiben. Genau, wenn wir sie lesen, dann nennen wir das gemeinhin ein Query. Oder wenn wir Daten wiederholt bekommen wollen, dann ist es eine Subscription. Also das sind die lesenden Operationen. Und dasselbe, was wir jetzt uns anschauen werden, das kann man auch zum Schreiben benutzen. Wenn wir die Daten zurückschicken zum Server, dann nennen wir es eine Mutation. Das Wording muss man sich einfach mal merken, dann funktioniert es. Ja, ist in GraphQL im Standard so oder in der Spezifikation so definiert. Query, Subscription, Mutation. Eine Query sieht wie folgt aus, wird in der Regel mit dem Schlüsselwort Query eingeleitet und das ist kein JSON, sondern das ist eine ganz spezifische GraphQL-Query in der GraphQL-Query-Language und dann werden die Felder aus dem Schema notiert, die wir abfragen wollen. Wir wollen also eine Liste von Büchern, immer ausgehend von dem Root-Typen und daraus die Eigenschaften, Titel und ISBN. Naja, dann sende mal den Request ab. Ne? Ja. Und dann kriegen wir eine Antwort vom Server und das Erste, was euch auffallen sollte, ist, die sehen ja fast gleich aus. Die Struktur, die wir mit der Query vorgegeben haben, widerspiegelt sich auch in der Response. Und das ist ja wohl mal Gold wert. Wir können genau anfragen, was wir wollen und kriegen exakt diese Daten. Nicht mehr, nicht weniger, in genau der Struktur, die wir ja eben gerade ist festgelegt haben. Unsere Anwendung bestimmt also, wie die Daten repräsentiert werden. Merkt euch schon mal Data und Books. Das werden wir nachher beim Live-Coding noch mal gebrauchen können. In dieser Response stecken noch mehr Sachen drin, zum Beispiel mögliche Fehler. Aber was wir jetzt hier uns noch anschauen müssen, sind Data und Books. Das brauchen wir nachher fürs Live-Coding. Ganz genau. Aber vorher wollen wir uns mal ein paar Queries am echten Beispiel angucken, denn wir haben euch eine GraphQL-API mitgebracht, mit der ihr auch selbst rumspielen dürft. Das heißt, zückt eure Laptops und tippt gerne mal ein bisschen mit, um zu schauen, wie sich GraphQL so anfühlt. Die Adresse lautet api.angular.schule. Da begrüßt euch dieser freundliche Affe. Und dort gibt es den GraphQL Explorer und damit kann man loslegen, eine API zu erforschen. Das ist also ein integriertes Tool, mit dem man Queries abschicken kann, auch gleichzeitig die Response sieht und ihr werdet sehen, wir haben eine Dokumentation, wir haben Autovervollständigung, alles mit drin. Das ist eben ein Feature, das mit dem GraphQL Server meist automatisch mitkommt. Ziemlich praktisch, um die Struktur einmal zu erforschen. Genau. Ich schaue hier, wir haben Queries und Mutations. Klicke ich mal drauf. Und lasse mich überraschen, okay, es gibt hier anscheinend Bücher mit Plural S, dann schreiben wir das doch mal hier so hin. Beziehungsweise, ich muss ja auch nicht Query schreiben. Die Kurzschreibweise ist Books. Ja, Query kann man weglassen am Anfang. Bei Mutation muss man es aber angeben. Und dann möchte ich zum Beispiel ISBN haben und sagen wir mal Description. Ich sende die Daten ab und ihr seht, da kommen die Daten zurück, so wie ich sie angefordert habe. Ist mir das zu viel, will ich die Description zum Beispiel doch nicht haben, dann verändere ich das Query und passend sind die Daten da. Das macht Spaß. Super cool, macht wirklich Spaß. Und es geht noch viel weiter. Guckt doch nochmal bitte in den Typen Book rein, was der eigentlich alles kann. Na gerne doch. Gehen wir in die Dokumentation. Books, Book. Aha, ID, klar. Title, Subscription. Und da unten sind die Autoren, wie wir es vorhin schon gesehen haben. Kann ich auch noch raufklicken. Autor ist wiederum auch ein komplexer, zusammengesetzter Typ. Das heißt, wir können unsere Query verschachteln. Wir fragen doch einfach mal von den Autoren die Namen an. Und dann sehen wir, dass die Autoren wiederum auf Bücher verweisen. Ach, das heißt, wir können zu jedem Autor auch noch die zugeordneten Bücher abfragen. Wenn du denn möchtest. Von denen wiederum den Titel und die Description und von denen wiederum den Autor und von denen wiederum die Bücher. Dritte Ebene reicht mir. Von denen, okay, alles klar. Aber theoretisch wäre es möglich. Gut. Also ihr seht, ich bekomme die Daten so, wie ich sie will. Und nur die, die ich haben möchte. Description ist mir jetzt zu viel, mache ich es wieder weg. Und so bekomme ich die perfekte Antwort, ohne dass ich einen Backend-Entwickler jetzt beknien musste, dass er mir genau diese Daten so bereitlegt. In einem einzigen Request. Das ist cool. Jetzt haben wir die ganze Zeit mit einer Liste von Büchern agiert, ohne dass wir genauer auswählen mussten, welches Buch wir haben möchten, wonach wir suchen möchten. Aber wie wäre es denn, wenn wir mal nur ein einzelnes Buch abrufen möchten? Ja, das kann ich denen natürlich gerne machen. Da gucke ich wieder in die Mutation, Queries hinein. Was haben wir denn da? Und da sehen wir zum Beispiel vorbereitet Book ohne Plural S. Und er empfängt anscheinend eine ISBN. Und ich würde mal vermuten, da kommt nur ein Buch zurück. Steht halt hier. Und das ist ein sogenanntes Argument, das wir an ein Feld übergeben können. Das ist so definiert im Schema.
dass dieses Feld Book dort existiert, ein Argument mit dem Namen ISBN erhält. Ich nehme mal die hier. Ne? So. Das Schöne auch, da steht auch gleich immer hilfreiche Hinweise, was man noch an seinem Query falsch macht. Man darf nicht irgendwie Sternchen absenden, das gibt es nicht. Da muss man sich schon entscheiden. Sagen wir mal von dem Buch die ISBN. Und den Titel mal noch, weil die ISBN war ja schon der Parameter. Ne? Ja gut, das ergibt keinen Sinn. So. Kann man natürlich machen. Genau, tolles Buch übrigens. Ja, und dann seht ihr, wir haben genau ein Buch abgefragt. Der Server sorgt dafür, dass dieses Argument verarbeitet wird, das richtige Buch aus der Datenbank gesucht wird und alle sind glücklich. Eine Query mit Argumenten. Das willst du so nicht programmieren, ne? Definitiv nicht, denn die Queries, die legen wir im besten Fall nachher irgendwo ganz anders ab. Die liegen in einzelnen Dateien. Das ist eine super komplexe Query nach einem Buch mit ganz vielen Autoren und Kategorien und allem Möglichen. Die möchten wir ja nicht ständig duplizieren oder bearbeiten, nur um ein einzelnes Buch abzurufen und noch eins und noch eins. Und deswegen können wir eine Query mit Variablen versehen. Das habe ich schon mal vorbereitet hier. Natürlich meckert er noch mit mir rum, du benutzt die Variable nicht. Ist ja auch richtig so. Jetzt habe ich die Langschreibweise benutzt, habe den Query einen Namen gegeben und habe gesagt, guck mal, hier kommt da eine Variable ISBN an, das hat den Typ ID und dann kann ich innen drinne jetzt mit dieser Variable arbeiten. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Argument einer Funktion, aber von innen. Eine Funktionsdeklaration, wir legen fest, welche Argumente mit welchen Typen da reinkommen und innerhalb der GraphQL-Query können wir diese Argumente dann verarbeiten und zum Beispiel an die Funktion book übergeben, so wie wir gerade den String dort eingetragen haben. Ist natürlich keine Funktion, aber die Analogie stimmt. Naja, es ist halt tutti frutti hier, dieses Objekt kann ich später benutzen beim Programmieren, dann muss ich nur noch die ISBN übertragen und das werden wir nachher genauso machen. Und da bekomme ich das Buch vorbereitet. So, das programmiert man nachher genau auf diese Art und Weise. Ich könnte mir das jetzt hier schon mal in die Zwischenablage kopieren und fürs Live-Coding benutzen. Wunderbar. Gut, jetzt haben wir lesende Operationen kennengelernt. Wir müssen uns aber noch um die Schreibseite kümmern. Aber da, Johannes, erlöse ich dich. Ja, da gucken wir einfach mal auf die Folie. Und ihr seht, dass eine Mutation eigentlich fast genauso aussieht wie eine Query. Sie benutzt ein anderes Schlüsselwort am Anfang, nämlich Mutation. Aber eine Mutation bekommt ebenso eine Variable, über die wir den ganzen Input-Wert reingeben. Die hat hier einen ganz bestimmten Typen, nämlich Book-Input, also das Buch, das wir zum Server auf die Reise schicken möchten. Das ist übrigens was anderes als das Buch, das wir vorhin bekommen haben beim Lesen. Beim Schreiben eines Buches haben wir uns gedacht, zum Anlegen eines Buches brauchst du minimal nur ISBN, Title und Description und nicht zum Beispiel auch noch ein Bildchen. Und das bedeutet, hier haben wir schon wieder einen kleinen anderen Typ, also wir haben viele Typen im Idealfall. Und was mich zum Anfang ein bisschen, da sagen wir mal, das muss man erstmal sich gewöhnen daran, Gradebook könnte auch keine geschweiften Klammern haben, dann würde ich nur die Daten hinsenden, aber ich kann natürlich auch ein Buch wieder empfangen. In diesem Fall benutzen wir das damit, dass wir senden das Buch hin und der Server antwortet uns mit einer ISBN, dann wissen wir, okay, das ist der Datensatz, wie er nachher geschrieben wurde. Und wir können auch alle anderen Eigenschaften des Buchs gleich in dem Zuge abfragen. Das heißt, es ist eine Mutation mit integrierter Query. Super cool. Man spart sich also nochmal den zweiten Roundtrip, um das neu angelegte Buch vom Server abzurufen. Das ist halt vor allen Dingen dann praktisch, wenn man sagt, ich lege ein Buch an und die ID wird auf den Server vergeben oder, keine Ahnung, der Text war zu lange, wird gekürzt. Deswegen kann man gleich senden und danach auch sofort empfangen. So sind Queries und Mutationen aufgebaut. Und wir gucken uns das Ganze nochmal zusammenfassend an. Hier haben wir eine komplexe Query mit allem drin, was so geht. Und wir gehen die einzelnen Bestandteile nochmal kurz durch, sodass ihr und wir über das gleiche Wording reden. Ganz vorne steht der Operation Type. Und wir haben schon gesehen, dass wir den weglassen können, wenn er Query lautet. Genau. Einfach eine Kurzschreibweise, weil man ja hauptsächlich lesende Abfragen macht. Das nächste, wir können der Operation einen Namen geben. Das ist dann halt sehr praktisch beim Debuggen, dann weiß ich, wie der Kollege heißt. Und nachher auch bei der Code-Generierung hat es Einfluss darauf, was für ein Code entsteht, wie die Objekte dann benannt werden. So wie mit Kindern, wenn man ihnen einen Namen gibt, kann man sie besser ansprechen, auch wenn man sie sonst ja auch unterscheiden könnte. Aber so wissen wir, wie das Ding heißt. So, der nächste Punkt sind die Variablen. Das sind quasi die Argumente, die wir an die gesamte Query-Funktion von außen übergeben können. Und diese Variablen, die müssen wir auch immer separat übermitteln in einem eigenen Objekt, habt ihr ja gerade gesehen. Mhm. Ja, dann kommt das Query Books, das kennen wir schon, und das Feld Title. Die Felder, die kann man durch Komma trennen, muss man aber nicht. Es reicht auch ein Whitespace aus, in diesem Fall Enter. Das ist okay so. So ein Feld kann Argumente erhalten.
Damit können wir die Auswahl genauer einschränken. Wie die Auswahl dann tatsächlich funktioniert, das obliegt dem Server. Das ist die Implementierung, die auf der Serverseite hinterlegt ist. Aber haben wir eben auch gesehen, um ein Buch auszuwählen, können wir eine ISBN hinterlegen. Der Server liefert nur das zurück. Eine Sache haben wir nicht gezeigt, und zwar, wir haben hier glatt zwei Queries geschickt. Also wir fragen die Bücher ab, Plural S, und gleichzeitig noch ein einziges. Und wenn ich jetzt noch mal ein Buch abfragen wollen würde, geht das immer noch. Aber dann fange ich an, dann brauche ich ein Alias, damit man die bei der Antwort dann wieder unterscheiden kann voneinander. Ja, also ich gebe hier zweimal Book ein, aber wie sollen wir unterscheiden, welches Book es jetzt ist? Deswegen müssen wir es umbenennen. Außerdem, Thema Code-Generierung, damit kann ich natürlich auch wieder steuern, was nachher hinten rauskommt an Typen. Und was natürlich auch möglich ist, so wie immer, außer in JSON, aber das hat sich zum Glück auch geändert, sind Kommentare. Wenn ihr da irgendwelche Informationen für eure Kollegen hinterlassen wollt, dann geht das in Kommentaren mit einer Raute. Schreibt sie bitte voll die Kommentare, das ist nicht schlimm. So ein Query will ja auch mal erläutert werden. Genau. Lasst uns kurz zusammenfassen. Es dreht sich also immer alles um dieses GraphQL-Schema. Und der Server legt fest, in welcher Art und Weise die Daten strukturiert sind. Der hinterlegt also dieses Schema oder wir hinterlegen das Schema auf dem Server. Und da sind die Typen hinterlegt. Tja, und der Client, der fordert wirklich nur das an, was er braucht. Nicht mehr, nicht weniger. Das bedeutet die richtigen Daten und nicht zu viel und nicht zu wenig. Exakt. So, jetzt haben wir lange über Queries und Mutationen geredet. Aber wie kommen die jetzt eigentlich zum Server? Ich habe irgendwie jetzt so ein Query in der Hand und möchte, dass der Server was tut. Aber wie schicke ich das denn da eigentlich hin? Wir müssen also mal über den Network Layer reden. Tja, also ganz, ganz klassisch HTTP, das geht immer. Wir sind ja im Browser unterwegs. Der Browser hat ein Lieblingsprotokoll, HTTP. Ja. Genau, aber Websockets gehen genauso gut. Das bedeutet, wir können dann zum Beispiel die Daten pushen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Aber das muss nicht sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch so ein Dokument von mir aus per TCP schicken oder halt per Brieftaube. Schreibt den Zettel mit Query drauf und wartet, dass die Brieftaube zurückgeht. Das wäre auch GraphQL. Genau, denn GraphQL legt eben keine ganz konkrete Transporttechnologie fest. Das ist super, komplett agnostisch. Wir können also damit machen, was wir wollen. Der Standardfall ist natürlich, wenn wir es in einem Browser einsetzen und im Web, dass wir die Daten über HTTP oder Websockets übertragen. Verschlüsselt darf man es natürlich auch machen. Ja, definitiv. HTTPS ist da inkludiert. Ja, da wollen wir gar nicht drüber reden. Gut, also, dann sieht die ganze Abfrage nämlich so aus. Wir schicken einen Post-Request zum Server an einen einzigen Endpunkt. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Es gibt nicht mehr mehrere Ressourcen, sondern nur noch einen Endpunkt /GraphQL. Der empfängt immer Post-Requests und er liefert immer ein 200 OK zurück. Und das ist super wichtig. Ich hoffe, du hast bei dem Bild einen Fehler gemacht. Ich hoffe, der macht bei keine Ahnung, du bist nicht autorisiert, vielleicht was anderes. Und zwar sowas von gar nicht. Na. Der Server liefert immer ein 200 OK zurück. Denn die gesamte Fehlerbehandlung, die gesamte Semantik, die da drin steckt, wird einen Layer weiter nach oben gezogen und wird innerhalb von GraphQL behandelt. HTTP dient hier einfach nur als sehr, sehr dummes Transportmedium. Da könnt ihr auch mal noch alles andere nehmen und die Semantik von HTTP wird komplett ausgehebelt. Die Statuscodes sind egal, die Verben sind egal und sogar Features wie Caching werden außer Kraft gesetzt, denn ohne eine konkrete URL funktioniert auch das HTTP-Caching nicht und für Post-Requests schon mal gar nicht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Muss man sich dran gewöhnen. Tut ein bisschen weh zum Anfang. Also sagen wir mal so, das ist nicht wirklich restful, oder? Das ist absolut nicht restful. Ja, alles andere als restful. Wir bauen einen eigenen Layer on top of HTTP. Roy Fielding würde sich gruseln, wenn er das hört. Bestimmt tut er das. Aber wir machen GraphQL und gucken mal, wie das dann auch mit HTTP funktioniert. So, wenn wir jetzt überlegen, wie wir das mit einer Angular-Anwendung verheiraten können, dann würde ich mal sagen, wir nehmen den HTTP-Client und schicken einfach so ein Query da zum Server. This HTTP post, das kennt ihr alle, ne? Oh, ja, und das wird klappen. Also ihr könnt das gerne auch ganz raw machen. Schickt ihr den String dahin mit dem richtigen Format und dann wird der Server korrekt antworten. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr das ohne jeden Komfort machen. Aber dann geht's halt los. Aber es gibt Client-Bibliotheken, die sehr viel kapseln und abstrahieren und wir möchten euch wärmstens ans Herz legen, so eine Client-Bibliothek zu nutzen. Warum? Naja, erster Punkt ist dieses Caching. Wir haben kein HTTP-Caching. Das heißt, wenn wir den Request nochmal lossenden, dann wird der nochmal wirklich bis zum Server ausgeführt und wird nicht in irgendeinem CDN oder Proxy gecached. Funktioniert einfach nicht. Deswegen müssen wir das Caching lokal machen. Und um sowas kümmert sich eine Client-Bibliothek. Naja, und wir werden nachher ja so ein Query hinterlegen und das wäre jetzt echt toll, wenn man das zum Beispiel später noch auswerten kann, es parsen und prüfen kann. Und wenn wir eine bestehende Bibliothek haben, dann fällt uns das nicht so schwer. Also wir werden nachher sehen, wir haben kein
stupiden String, sondern zum Beispiel einen etwas tolleren String. Und das kriegst du halt mit der Client-Bibliothek umsonst dazu. Wir haben darüber geredet, dass der Network Layer komplett variabel ist. Wir können HTTP oder WebSockets einsetzen oder irgendwas anderes. Wenn wir jetzt aber ständig den Network Layer ändern, weil wir uns plötzlich entscheiden, ach, heute wollen wir WebSockets, weil wir Push-Notifikationen bekommen wollen, dann müssten wir unsere ganze Anwendung umschreiben. Mit so einer Bibliothek kann man den Network Layer so weit abstrahieren, dass er komplett egal ist. Die Queries bleiben ganz genauso, die ganze Verwendung bleibt genauso. Der Network Layer ist uninteressant. Naja, und das ist wieder mein Bullet Point, Code-Generierung, ne? Also wenn da auf dem Server die Typen bekannt sind, dann kann ich doch einfach mit einer Bibliothek mir ein paar TypeScript-Dateien erzeugen und muss weniger tippen. Ne? Ja, also TypeScript-Typen anhand des GraphQL-Schemas. Klingt total absurd. Nein, es ist richtig cool, zeigen wir euch heute auch noch. So, und dann kommt natürlich der große Punkt, so eine Bibliothek integriert sich super nahtlos in ein großes Frontend-Framework, wie zum Beispiel Angular. Und das möchten wir heute mit euch machen. Man kann das auch alles mit reinen HTTP-Requests machen, aber glaubt uns, und ihr werdet sehen, mit einer kleinen Bibliothek macht man sich das Leben wesentlich einfacher. Mhm. Es gibt da zwei ganz große, die ihr finden werdet, wenn ihr nach Client-Bibliothek für GraphQL sucht. Das eine ist Relay, kommt aus dem Hause Facebook ebenso, wird von Facebook ziemlich breit eingesetzt für alles Mögliche, ist aber mehr für React gemacht. Könnte man natürlich auch irgendwie in die Angular-Welt bringen, aber ist nicht ganz so in unserem Scope heute. Weil der de facto Standard in Angular-Welt ist Apollo. Das ist eine ganze Sammlung an Tools, Apollo-Server, der Client, den wollen wir heute benutzen. Und ja, in dem Ökosystem werdet ihr euch wohlfühlen. Probiert als erstes Apollo aus, würde ich euch empfehlen. Ja, alles auch Open Source, gibt natürlich auch bezahlte Enterprise-Versionen und so weiter. Aber Apollo ist an sich ein ziemlich cooles Projekt. Guckt es euch auch unabhängig von diesem Talk einmal an. So, dann jetzt Butter bei die Fische, wie man im Norden sagt. Lasst uns mal coden. Wir haben eine Angular-Anwendung mitgebracht und Johannes ist der Meister der Tasten und zeigt uns die Anwendung mal kurz. Er versucht zumindest. Das hier ist eine Anwendung, die sollte eigentlich Bücher anzeigen. Das tut sie aber nicht. Na gut, dann gucken wir uns mal an, was wir hier vorliegen haben. Wir haben dieses Dashboard, da sollten die Bücher eigentlich angezeigt werden. Das tun sie anscheinend noch nicht. Gucken wir uns mal die ganz konkrete Implementierung an, dieses Services, das uns ein Observable-Bild zurückliefern soll. Momentan steht da übrigens auch Any, aber okay, Pfui Any. Ja, aber ein Observable, das kommt in der Komponente an. Wir lösen es mit der Async-Pipe im Template auf. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Ach, aber genau. Wie kommen jetzt die Daten in dieses Observable rein? Einen HTTP-Client nutzen wir nicht, sondern wir möchten das mit Apollo-Client lösen. Also momentan ist die Implementierung reichlich minimal. Und jetzt ist die große Frage, wie fange ich denn an mit Apollo? Hier ist ja noch nichts. Blank ist die Applikation. Könnt ihr euch blank runterladen vom GitHub. Ich habe mir gestern schon mal die Dokumentation zu Apollo angeguckt. Die ist übrigens ziemlich gut. Also liest sich gut, sind super viele Beispiele drin. Da kann man leicht mit anfangen. Und ich erinnere mich noch, dass wir auf jeden Fall ein NPM-Paket installieren müssen. Dann müssen wir in unser App-Modul noch was einbinden. Und irgendwie konfigurieren war noch. Aber wie es genau geht, weiß ich nicht mehr. Ich habe es. Naja, es sind auf jeden Fall viele Schritte und die muss man sich nicht merken. Ne? Und ja, Schematics. Schematics. Jede Bibliothek, die was auf sich hält, hat mittlerweile Code-Generatoren dabei. Das bedeutet, wir haben es wirklich sehr, sehr einfach. Wir führen diesen Befehl aus und schon ist das Wichtigste gemacht. Ja, rechnet alles für uns ein, was wir brauchen. Das mache ich doch also, mal. Ne? Machen wir das mal. ng-add apollo, gucken wir nochmal, minus Angular. Und dann muss ich einfach nur hoffen, dass das WLAN gerade geht. So. Fehlermeldungen wie immer ignorieren. Kennt ihr ja. Kalt. Ihr werdet gleich was mit jQuery sehen. Das habt ihr nicht. Nee, clear. So. Da war nichts mit jQuery. So. Jetzt ist allerhand im Projekt passiert. Machen wir also mal den Editor auf und schauen, was sich hier geändert hat. Zuallererst natürlich, die Package.json hat sich aktualisiert, wurde aktualisiert. Da sind Pakete hinzugekommen. Aber viel spannender wird es in dem richtigen Anwendungscode im App-Modul. Hier haben wir jetzt ein GraphQL-Modul. Aber das ist nichts, was aus einer Bibliothek kommt, sondern es kapselt einfach nur alle Funktionalitäten, die wir mit GraphQL und Apollo zu tun haben in dieser Anwendung. Und da drin wird es spannend. Das ist nämlich das Modul, das das Apollo-Modul importiert und gleichzeitig weiter oben die Konfiguration für diesen Apollo-Client festlegt. Die Zeile 6, die triggert mich. Die will, dass ich da was reinschreibe. api.angular.schule/graphql. Das war echt die einzige Herausforderung, das nicht zu vertippen. Ja. Ich probiere das nochmal aus. Und das ist so der wichtigste Punkt, denn an dieser Stelle verheiraten wir den Apollo-Client mit unserem Server. Sagen ihm also, wo er das Schema findet
und wohin die Abfragen eigentlich geschickt werden sollen, nämlich an genau diese URL. So, jetzt sehen wir da schon was mit In-Memory-Cache, das ist auch super toll. Also jeder, der objektrelationalen Mapper schon mal benutzt hat, weiß, dass viele so ein Caching einbauen, dass man nicht immer die Daten wieder neu laden muss in bestimmten Fällen. Und auch das kann Apollo für uns machen. Für diese Demo wäre mir das jetzt too much. Ich würde jetzt das Caching per Konfiguration ausschalten, auch um mal zu zeigen, dass da wirklich viel einzustellen geht. Das bedeutet, das pasten wir mal hier rein. Und damit habe ich jetzt die Queries so hingehend verändert, dass die nichts mehr cachen, dass jedes Mal, wenn ich mich subscribe, auch wirklich frische Daten kommen. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Genau, das Ding ist eine eierlegende Wollmilchsau, kann sehr, sehr viel und per Konfiguration lässt sich das meiste lösen. So, gut, jetzt haben wir den Client konfiguriert. Dann können wir jetzt ja an unseren Service zurückgehen und da mal eine konkrete Abfrage starten. Aber vorher brauchen wir überhaupt die Verbindung zu diesem Apollo-Client. Und ihr kennt das ja mit dem HTTP-Client von Angular. Den holen wir uns über Dependency Injection in unseren Service oder die Komponente rein. Ganz genauso funktioniert das auch mit Apollo. Also das hat sicherlich jeder, der in diesem Track gesessen hat, jetzt schon mal gesehen. Einmal Dependency Injection im Konstruktor. Ja, wir müssen nur noch dem, na nicht 2P, ne? Apollo, den Kind einen Namen geben und einen Typen. In dem Fall halt Apollo. Direkt Apollo heißt er, ja. Ja, ja, Apollo, Apollo. Nicht Apollo Client, mit einem P der Apollo. Noch ein Import dazu und alle sind glücklich. Wir haben einen Apollo Client in der Hand. Und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Punkt dieser ganzen Angelegenheit, nämlich die konkrete GraphQL-Query, mit der wir die Buchliste vom Server abrufen. So eine haben wir ja sogar schon geschrieben. Das dürfte also nicht allzu schwer fallen. Wenn man sich nicht vertippt. Ne? Ja. Also, das ist halt das Wichtigste. Deswegen schreibe ich zuerst das Query. Mache ich jetzt mit in diese Methode rein. Ich fange mit einem ganz simplen String an. Und ja, dann müssen wir zum Anfang ihm das Schlüsselwort hinschreiben. Booklist soll das Query heißen. Geschweifte Klammern haben wir auch schon gesehen. Und jetzt überlegen wir nochmal. Es ging ja um die initiale Ansicht mit ISBN. Aber vorher müssen wir noch sagen, dass wir Books brauchen. Es gibt übrigens, also ihr seht, wir haben keine Autovervollständigung oder sowas hier drin. Es gibt aber Plugins für den Visual Studio Code und für andere IDEs, die anhand des Schemas auch eine Autovervollständigung hier anbieten. Da ist das Tooling also besser, wenn man es sich einrichtet, denn sonst vertippt man sich sehr schnell. Aber ISBN-Titel und Autoren kriegen wir vielleicht gerade so noch hin, ansonsten müsst ihr uns helfen. Ich denke, guckt doch alle mal bitte gleichzeitig hin, das sieht gut aus. So, Syntax-Ding kriege ich auch. Und zwar ist das ein Nebeneffekt dieses GQL-Tags. Den schreibe ich mal hier hin, den Import. Import GQL from GraphQL-Tag, da ist er. Und ja, das ist ein ESX-Feature. Und unter anderem wird dieser String jetzt in diese Methode hineingefügt. Und was ich jetzt als konkreten Vorteil habe, ist jetzt Syntax-Highlighting. Später werde ich euch nochmal zeigen, wie wir das in eine .graphql-Datei auslagern, wo uns dann wieder automatische Codevervollständigung an dieser Stelle zur Verfügung steht. Aber das Beispiel soll ja kurz bleiben. Genau. Wem diese Syntax suspekt ist, ist ein Feature von JavaScript. Tagged Templated Literals heißt das Ding. Die Methode oder die Funktion GQL wird einfach nur auf diesen nachfolgenden String angewendet. Ist also keine große Magie. So, und jetzt kommt die tatsächliche Ausführung. Wir nutzen den Apollo-Client und der hat eine passende Methode für unseren Anwendungsfall. Nämlich Watch-Query. Also ihr könnt euch entscheiden zwischen Query, dann wird das euch nur den Datensatz zurückliefern, den ihr braucht. Oder Watch-Query, das bietet noch ein paar mehr Komfortfunktionen. Unter anderem hat dieses Objekt jetzt die Möglichkeit, ein Reset zu machen, dann laden die Daten nochmal. Aber Watch-Query und Query sind ziemlich gleich, das ist jetzt nicht der große Unterschied. Und dann müssen wir noch einen Typen angeben, Host Any. Da kümmern wir uns nachher noch drum. Dieses Any, das möchte ich so nicht akzeptieren. Aber wir committen es ja erst am Ende des Talks, deswegen. Es wird noch schön. Und dann sehen wir, wir müssen hier Variablen angeben. Und ja. Aber Variablen haben wir doch in dieser Query gar nicht. Ach ja, Gottchen. Wir müssen natürlich erstmal die Query notieren. Ja, die Query stecken wir mit diesem String, den wir oben notiert haben, da rein. Genau, und wer von euch schon mal gesehen hat, je nach, ob man die Kringel ein- oder ausstellt, wird eine IDE euch jetzt sagen, das kann man auch kürzer schreiben. Query heißt der Key und die lokale Variable heißt auch Query. Das lässt sich kürzer schreiben, dann könnt ihr die Leute ein bisschen beeindrucken. Aber, naja. Und verwirren, aber. Kommt drauf an. Also ich mag die Syntax, aber da gibt es wirklich Leute, die sich da mit mir drum streiten. Und das hier ist das Observable mit dem Apollo Result.
Ja, so wie HTTP-Client auch, das Ding spuckt ein Observable aus, da kommen unsere Daten raus und die können wir in der Komponente ganz einfach verarbeiten. Und Observables kennt ihr ja sowieso schon, wenn ihr mit Angular arbeitet, sind unsere besten Freunde. Und wir haben eine Subscribe-Methode, um an die Daten ranzukommen. Aber die Subscribe-Methode, die rufen wir natürlich nicht im Service auf, sondern erst in der Komponente. Das macht man mit asynchronen Operationen in Angular ja genau so. Man reicht das Observable bis zur Komponente durch und löst die Daten dort auf. Aber ja, gut, wenn wir mal gucken, was für einen Typ dieses Observable eigentlich hat, dann sehen wir, dass das ein Apollo Query Result ist. Und ihr erinnert euch vielleicht ganz dunkel, dass das Result immer noch mal in ein Property Data gekapselt ist. Tja. Damit wir jetzt die Bücher daraus bekommen, müssen wir? Naja, ein bisschen pipen. Das ist ja das, was wir ArcGIS-Fans am liebsten machen. Die Daten immer wieder transformieren, bis sie halt passen. Momentan gucken wir uns das Objekt an und das ist noch nicht so toll. Habe ich den Import schon gemacht? Da ist er, ja. So, Result wird zu. Und jetzt entscheiden wir uns, was wir mit diesen Daten machen wollen. Result.data habe ich ja vorhin gesagt, merkt euch das. Aber hier auch zum Beispiel Error und Loading. Ja, ihr werdet fast, wir glauben können, das wechselt zwischen True und False, wenn die Daten halt fertig sind mit Laden. Aber ich interessiere mich momentan nur für die Daten. Und weil das Ding halt Any ist, muss ich halt wissen, was ich jetzt tue. Aber ich kann ja hier nach oben gucken und weiß data.books. Also haben wir das uns gut gemerkt. Und damit sollte das Ganze eigentlich schon Hand und Fuß haben, würde ich behaupten. Na, aber sowas von. Lass uns also mal die Anwendung gucken. Die Komponente, nutzt er jetzt diesen Service mit der Methode getAll, kriegt das Observable zurück, löst es auf und stellt die Bücher dar. Das haben wir euch jetzt nicht gezeigt. Das ist normales Angular ohne GraphQL. Aber lasst uns mal in den Browser gucken, was da passiert. Sag noch zwei Sätze. Ja. Dann sind wir nicht bei 100%. Ah, na die 100%, da könnt ihr auch mal zugucken. Es baut auf einem neuen Mac. Sehr schnell, nein. Das ging aber. Nein, jetzt habe ich noch zwei Sätze gesagt, so passt das. Also, einmal schauen und tada, da haben wir Bücher. Boah, genießt diesen Moment, die Daten sind da. Und jetzt aber mal zum Beweis, dass das wirklich eine GraphQL-Query war. Mach doch mal bitte den Network-Tab auf und guck, was da übertragen wurde. Ja, gucken wir uns das an. Hier haben wir mal die Options, klar, da wurde angefragt, darf ich das überhaupt, lieber Server? Und hier ist der Post mit dem fiesen 200 als Antwort und zwar immer 200. Und hier sehen wir auch dann die Daten, die wir geschickt haben. Ah, das ist ein anderes, das ist, das Introspection Query. Da müssen wir das andere noch nehmen. Dann gucken wir, welchen wir haben. Introspection, kurz zur Erklärung. Der Client fragt beim Server an, wie das Schema aussieht, da ist er damit er die Typen kennt. Aber hier haben wir den richtigen, genau die Query, die wir gerade definiert haben in unserem Service. Na, ja, klar. Und die Response, die kennen wir ja bereits, machen wir mal in der Preview. Da sehen wir unsere Bücher und zwar alle hintereinander, schön als JSON, so wie man es braucht. Jetzt bin ich warm, jetzt will ich weitermachen. Sehr gut, dann klick doch mal auf die Detailseite. Die soll natürlich auch ein einzelnes Buch anzeigen, aber anhand einer ISBN. Lass uns also dafür auch das passende Werkzeug bauen. Die Methode getSingle gibt es schon und die füllen wir jetzt ebenso mit einer Query und dem Aufruf des Apollo Clients. Also Copy und Paste ist jetzt hier keine Schande, finde ich. Sagen wir einfach BookSingle, nennen wir ihn hier. Und ja, dann war das so, eine ISBN kommt rein, ne? So. Hey, es ist wie ein Aufruf. Ach doch, er hat vollkommen recht. Oder? Man verliert leicht gerade, wenn man jemanden über die Schulter guckt. Ich habe das vorher geübt. Den Überblick. Und ja, vollkommen richtig. Johannes hat natürlich wie immer recht. So, und dann die Variable hier heißt ja, oder das Argument heißt ISBN. Und da kann ich dann $ISBN empfangen. Und jetzt müssen wir uns nur noch über die Werte einigen, die ich diesmal brauche. Was haben wir denn da? ISBN geht immer. Titel geht auch immer. Und was hatten wir noch? Lass uns noch ein Thumbnail anzeigen. Genau. Ich glaube, das war auch mit implementiert. Das haben die Kollegen gemacht. Keine Ahnung, was da gebaut wurde. Das haben wir natürlich erforscht. Und das Wort Thumbnail lässt sich echt nicht einfach schreiben. First Thumbnail URL. Und die Description will ich auch noch haben. Das ist gut. So. Ja, und wenn ihr mal ein Feld mehr anzeigen wollt, dann schreibt ihr das einfach in die Query noch mit rein. Super easy. So, das haben wir. Das Query bleibt. Ich mache mal hier ein Enterzeichen rein, damit das ein bisschen hübscher aussieht. Das Auge ist ja auch mit beim Programmieren, finde ich. Aber jetzt kommen meine Variablen. So, und dann kommt hier ein anonymes Objekt. Und da muss ich dann zum Beispiel die ISBN angeben. Und dann habe ich eine Variable, die heißt auch ISBN. Und wer möchte, kann das auch wieder in der Kurzschreibweise schreiben. Fertig ist das Query aus einer Sache. Ich bin typlos, das fällt jetzt hier nicht auf. Keiner kann mir sagen, ob es jetzt Books mit S oder ohne S ist. Muss ich diesmal erstmal noch wissen, merken wir uns, das wäre natürlich schöner anders. So, Einrückung ist erträglich, finde ich. Gucken wir mal aufs Ergebnis.
Ach, das da ist, ja ist schon es da. Schon. Das Engelderbuch und auch jedes andere. Ja? Wir rufen ein einzelnes Buch ab und damit ist unsere Anwendung so gut wie vollständig. Ja, ein Dialog hat diese unglaublich tolle Applikation auch noch, diesen Create-Dialog. Hier kann ich eine gültige ISBN eingeben, einen Titel und den Text Hallo DWX zum Beispiel. Und damit ihr mir auch glaubt, dass wirklich was passiert, gehen wir mal kurz in den Quelltext, machen Ctrl-P und gehen zur createBookComponent.ts. Da haben wir es auch schon. Machen wir hier einen Breakpoint, drücken auf das Knöpfchen und ja, Knopf führt zu diesem Code und dort sehen wir die CreateBook auf unserem bereits bekannten Bookstore-Service. Vielleicht kann man es so besser lesen. Jo, und das müssen wir noch implementieren, denn wenn ich jetzt weiter drücke, passiert einfach nichts. Wir stecken da einfach den ganzen Formularwert rein, alle erfassten Daten und die müssen jetzt irgendwie zum Server. Jo. Und womit machen wir das? Genau, mit einer Mutation. Ich glaube, es ist jetzt erschöpfend, mir erneut beim Tippen derselben Geschichte zuzuschauen. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal so pasten. Es ist wieder dasselbe Schema. Wir empfangen ein Buch, ISBN, Title und Description, haben wir gesagt. Das ist jetzt in diesem Fall das, was wir brauchen. Wir schreiben hier das Schlüsselwort oder die Operation Mutation geben wir an. Wir geben ihm einen Namen, CreateBook. Hier unser Book-Input können wir nachher auch noch, ja, das sind diese drei Properties, müssten wir uns im Schema nochmal anschauen. Und die Daten werden gesendet. Zur Bestätigung bekomme ich eine ISBN, apollo.mutate. Und fertig ist das Ganze. An dieser Stelle eben nicht .query oder watchQuery, sondern mutate, sodass der Client auch weiß, was jetzt eigentlich passieren soll. Die Variable wird reingesteckt und dann funktioniert der ganze Spaß auch schon. Genau, machen wir es also nochmal. Wenn ihr jetzt irgendwie denkt, es ist mir irgendwie zu einfach, das muss doch komplizierter sein. Nein, es ist tatsächlich genau das. Was soll ich machen? Es ist keine schwarze Magie, sondern alles wunderschön abstrahiert im Apollo Client. Apollo mit einem P. Apollo geht einfach. So, jetzt aber abschicken und dann haben wir ganz unten hoffentlich. Da ist es. Hallo DWX, ein schönes neues Buch. Apollo angelegt über GraphQL. Wenn ihr später die API erforscht, könnt ihr natürlich auch noch ein Bild mitsenden, dann würde hier was kommen. Aber ihr solltet auch noch ein bisschen Spaß haben mit der API, ne? Jo, sorry, das war so. Das war das Live-Coding. Das wirklich? Ziemlich einfach. So einfach ist es. Und natürlich hat der Apollo-Client noch Unmengen von weiteren Features, die wir nutzen können, aber da könnt ihr die Dokumentation lesen und ganz viel erforschen. Vor allem dieses ganze Caching ist interessant und wir dürfen euch auch schon verraten, im Apollo-Client steckt ein Redux-Store. Also wenn ihr euch mit State-Management beschäftigt, Redux, NGRX, dann könnt ihr da auch mal ein bisschen mit reingucken. Das Caching funktioniert nämlich genauso. Ziemlich raffiniert, was da getrieben wird. Da geht also noch eine ganze Menge. Reines GraphQL war aber genau das. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann klont euch die Anwendung, guckt sie euch an, spielt damit rum und probiert GraphQL aus. Wir haben nämlich die Demo hier veröffentlicht auf GitHub. Guckt euch das also bitte sehr gerne an. Aber nicht, dass ihr denkt, jetzt ist Schluss, ne? Haha, klingt so. Ja? Aber das große mein Lieblingsthema, da ist Thema es. Code-Generierung, das fehlt natürlich noch. Und Johannes hat letztes Jahr hier auf der DWX einen ganzen Vortrag, eine Stunde nur zum Thema Code-Generierung gehalten. Und ich kann den Jungen aber gar nicht so richtig bremsen, wenn es ums Thema Code-Generierung geht. In dem Sinne, los geht's. Ja, ich habe da mal was vorbereitet, kann man jetzt da schön zu sagen. Und zwar habe ich das npm install @graphql-codegen-cli schon gemacht und auch diesen Wizard schon durchlaufen lassen. Ich kann das aber noch mal ein zweites Mal tun. npx GraphQL Code gen init. Naja, GraphQL. Minus Code gen, ja. Das ist aber, wenn das die einzige Problematik ist, dann ist das ja toll. Und dann kommt so ein interaktiver Assistent, der euch durch so ein Menü führt. Fragt euch erst, ob ihr für Angular, React oder für was auch immer was programmieren wollt. Fragt euch dann nach dem Schema, fragt euch dann nach den Plugins. Da müsst ihr die richtigen Auswahlen treffen, um den richtigen Output zu bekommen. Aber so einen Assistent zu bedienen, das ist jetzt nicht das Problem. Und am Ende kam dann eine Datei raus, codegen.yaml. Die habe ich diesmal jetzt schon abgetippt oder besser gesagt vorbereitet. Und hier gehen wir wieder zum Schema und jetzt kann er halt was machen. Der Code-Generator fragt beim Server ab und sagt zum Beispiel hier, was für ein Typ ist das bei Title, Description und welche Queries habe ich überhaupt? Und daraus kann er dann erstmal das Schema abgeben. Jetzt kann er sich das vorstellen, was wir haben. Und wenn er weiß, was der Server kann, guckt er sich, was das Code will. Und in diesem Fall sage ich, geh durch alle meine TypeScript-Dateien durch und such dir die Queries raus, die wir da haben.
Und an der Stelle ist es halt wichtig, dass wir zum Beispiel dieses GQL-Tag benutzen, dann findet er es auch wieder. Ja, und dann weiß er also, was der Server bietet und was der Client kann. Und wenn das zusammenpasst, dann kommt Code heraus, der auch funktioniert. Und in diesem Fall haben wir TypeScript und TypeScript Operations. Und das Ergebnis schauen wir uns mal an, indem ich diesen Code-Generator mal ausführe. Machen wir mal hier noch einen Clear rein. Ja, wir wollen also den ganzen Annies an unserem Code jetzt den Kampf ansagen. Die kommen gleich alle weg. So, jetzt geht das ins Internet, hat den Server nochmal abgefragt, hat sich meinen lokalen Code angeschaut. Jo, und jetzt kommen Typen und das erfreut mich. Aber sowas von. Denn ihr müsst diese Typen nicht mehr per Hand schreiben. Habt ihr ja schon gemacht, das GraphQL-Schema existiert auf dem Server und automatisch werden daraus ein Ordner generated und da drin ist dieser Datei mit TypeScript-Typen generiert. Ja, das ist es. Ja. Für alle unsere Entitäten, also alle unsere Typen aus dem GraphQL-Schema, gibt es TypeScript-Interfaces. Und das geht sogar noch weiter. Selbst die einzelnen Queries und ihre Variablen haben TypeScript-Typen bekommen. Die sind, ja, ihr lacht, ein bisschen unleserlich, aber das kann uns ja erstmal auch total egal sein, weil wir als Menschen diese Sachen ja niemals überhaupt anfassen müssen. Ja, was willst du? Das ist halt ein Baby, ne? Du musst ihn ja nicht haben. Also, der Code ist halt generiert, aber das Schöne dabei ist, ich kann es einfach so einsetzen und was da hinten rauskommt, könnt ihr natürlich mit Plugins steuern. Ich habe jetzt übrigens mich für den GraphQL-CodeGen entschieden. Es gibt auch noch den von Apollo, den CodeGen. Der hat halt anderes Ergebnis und da muss man erstmal rausfinden, was man möchte. Ich habe mich jetzt ganz konkret für diesen entschieden. Aber wenn ihr das jetzt blöd findet, könnt ihr auch an dem Code-Generator was verändern und selber was dafür bauen. Zum Beispiel ein neues Plugin. So, und Typen generieren ist noch nicht alles der erste Schritt. Aber wir müssen diese Typen jetzt ja auch noch verwenden. Und jetzt, Annie, weg damit. Bookless Query. Ach Gott, falscher Typ hier. Bin ich aber einmal zu tief, muss ich auch dorthin. Bookless Query, dann importieren wir das Ganze. Und nun, wenn ich mir jetzt die Signatur der Methode anschaue, sehe ich halt, dass da ein Buch herauskommt mit ISBN-Titel und wenn ich möchte, auch noch Autoren. Ne? Und das Ganze können wir zum Beispiel auch für die, ach ja, und setze ich zum Beispiel hier bei Data auch, dass es Books gibt. Ich bin nicht mehr am Raten, sondern ich bin am Wissen. Und wenn jetzt sich irgendwas ändert am Server und ich generiere den Code nochmal neu, und Client und Server passen nicht mehr zusammen, ja, dann sagt mir das TypeScript hier unten und ja, dann kann ich darauf reagieren und muss es nicht erst beim Kunden herausfinden, dass Client und Server nicht zusammenpassen. Die Zeiten sind also vorbei mit Code-Generierung. Dafür haben wir ja auch TypeScript und ein statisches Typsystem im Frontend. So, und dann machen wir das Ganze mal noch für das GetSingle. Da haben wir ebenso die BookSingleQuery. Ja, ich musste gerade überlegen. Da. Ja. Und dann übergeben wir ja auch noch Variablen und auch diese sind typisiert. Nämlich mit Book, Single, Query, Variables. Muss man sich immer mal auf der Zunge zergehen lassen nochmal. So. Aber ihr könnt ja auch in die Datei reingucken, was es ist. Das Schema ist immer das gleiche. So, und zum Schluss sehen wir, aha, da kommt jetzt also ein Buch heraus, ISBN-Titel, First Thumbnail und Description. Und jetzt muss ich halt auch keine Angst mehr haben, dass ich mich irgendwo verschrieben habe. Das ist toll. Wenn ich jetzt hier was falsch mache, schimpft der Code-Generator natürlich auch mit mir rum. Das kann er ja nicht auflösen. Fragt nach dem Typ vom First Thumbnail URL XXX. Und dann wird man relativ schnell feststellen, dass das hier nicht hinhauen wird. Das bedeutet, ihr seid an jeder Stelle geschützt vor Vertippereien. Jo. Super. Wenn die Applikation jetzt immer noch läuft, dann ist es ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. So, das Ganze könnte ich natürlich auch noch für die Mutationen machen. Und je nachdem, was für Plugins ich einsetze, kann ich zum Beispiel auch noch den gesamten Service-Layer generieren lassen. Dann habe ich fast gar keine Arbeit mehr. Wäre jetzt aber blöd für einen Live-Coding-Vortrag, wenn ich da nichts mehr zu tun habe. Ja, wir müssen ja als Entwickler auch noch irgendwas zu tun haben. Das ist die Sache, die Maschinen dürfen uns nicht komplett die Arbeit abnehmen, auch wenn es in die Richtung geht. Nein, Spaß. Die Anwendung funktioniert noch. Mhm. Cool. Aber stark typisiert. Mit Typen. Ah, das ist cool. Sehr schön. Dann haben wir auch dieses Thema angesprochen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, Johannes hat letztes Jahr auf der DWX Talk gehalten. Da haben wir auf der Abschlussfolie noch ein paar Links untergebracht. Da ist auch dieser Talk dabei. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Und auch noch ein paar andere Links. Aber weiter zum nächsten Themachen. Dieses ganze Apollo-Ökosystem kommt mit einem umfangreichen Tooling. Da ist also auch ein Server dabei, da sind Statistik-Tools dabei und da ist auch eine Chrome-Extension dabei, nämlich die Apollo Client Developer Tools. Könnt ihr euch installieren und dann integriert sich das Ding unten in die Developer Tools vom Chrome und bietet euch verschiedene Sachen. Unter anderem ein GraphQL für jeden beliebigen Server, auch wenn der das gar nicht anbietet. Also ein Client, um GraphQL-Queries abzusenden. Kann ich hier drin gleich mal machen, kann ich hier drin auch spielen. Das ist halt wirklich furchtbar praktisch.
Und was mir besonders gut gefällt, ist, ich sehe auch, welche Queries ich hier in der Anwendung habe. Also jetzt sehe ich zum Beispiel, dass hier die Booklist existiert. Ich sehe den Query-String, ich sehe die Variablen. Und ich klicke hier rauf und kann dann zum Beispiel ein bisschen Feintuning machen. Das hier, die introspektischen Sachen, die ignorieren wir mal. Und haben wir dann die Möglichkeit, on the fly ein bisschen zu spielen damit und das dann wieder in meinen Quelltext reinzupacken. Sehr komfortabel. Definitiv. Genau. Hier bei Cache ist nicht viel zu sehen. Den habe ich ja vorhin ausgeschaltet. Ne? Muss man sich installieren, die Extension, und verlinkt ist sie schon in den Slides. Jo, nächster Punkt. Eure GraphQL-Dokumente, also die Queries und Mutations und alles, was ihr so in GraphQL-Sprache notiert, die haben wir jetzt ja momentan inline geschrieben, aber die werden unter Umständen sehr, sehr lang. Und dann möchtet ihr die nicht mehr einfach so im TypeScript-Code stehen haben, sondern wir empfehlen euch, die in eigene Dateien auszulagern mit der Extension.GraphQL. Kann man ganz problemlos machen. Und da geht das Tooling halt los. Dann habt ihr halt bei einer .GraphQL-Datei höchstwahrscheinlich schönes Syntax-Highlighting. Und dann gibt es halt Extensions für VS Code, die euch dann beim Tippen unterstützen. Das funktioniert halt mit .GraphQL-Dateien besonders gut. Und bevor ihr jetzt anfangt, an eurer Web-Config in Angular herumzupoolen, es geht eigentlich auch für diese eine Sache viel einfacher. Ihr schreibt hin require und schreibt diesen Webpack-Loader direkt an die Stelle. Und so habt ihr das dann ohne große Arbeit an derselben Stelle jetzt das Books Query über eine .GraphQL-Datei gemacht. Also ihr könnt natürlich auch das anders schreiben, aber mit diesem Require und diesem Webpack-Loader seid ihr besonders schnell am Ziel. In der vollständigen Demo haben wir das auch gleich noch auskommentiert, dass ihr euch das anschauen könnt. Das Ergebnis ist im Endeffekt dasselbe. Je nachdem, wie ihr es möchtet, entweder mit Tag oder mit Dateiendung, ist beides gut. Gut, dann lass uns doch noch kurz Fragmente zeigen. Die sind ganz hinten, die waren quasi das kleine Extra. Ja, wir sind ein bisschen schnell. Ja, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Deswegen zeigen wir euch noch ein kleines Schmankerl, wie man im Süden sagt, aus der GraphQL-Language. Und zwar Fragmente. Damit können wir häufig verwendete Kombinationen von Feldern zusammenfassen und immer wieder verwenden. Wir können also sagen, diese Felder ISBN, Title, Description brauche ich an so vielen Stellen, dass ich die in einem Fragment auf Buch zusammenfasse. Und dann kann ich diese 3 Punkte verwenden, die an den Spread-Operator erinnern. Und tatsächlich heißt das auch Fragment Spread. Die Idee dahinter ist also genau die gleiche. Ihr müsst nämlich, das hat Johannes vorhin auch schon gesagt, immer jedes einzelne Feld aufführen, das ihr abrufen wollt. Es gibt kein Wildcard, kein Sternchen. Der Hintergrund davon ist einfach, dass man wirklich nur die Sachen abfragen soll, die man auch braucht. So kann man sich das Leben ein bisschen einfacher machen. Also nehmt das mit den Fragmenten mit nach Hause. Sehr, sehr häufig sieht man in größeren Projekten dann wirklich, wirklich viel redundanten Schema-Code, ne, wo immer wieder dieselben Properties abgefrühstückt werden. Und ja, dann muss man eigentlich nur erwähnen, dass es Fragmente gibt und dann sieht es danach auch wieder gut aus. Ansonsten habt ihr sehr, sehr viel Zeugs. Einer der Vorteile davon, dass man die Felder einzeln angeben muss, ist übrigens, dass man auf dem Server dann auch darüber Statistiken führen kann, welche Felder wie oft verwendet werden. Und dann kann man darüber nachdenken, ob man die Ergebnisse von einzelnen Feldern zum Beispiel mal zwischenspeichert, weil sie sehr oft angefragt werden, oder ob man ganz einfach mal ein Feld deprecaten kann, weil es ohnehin niemand mehr benutzt. Das lässt sich damit alles rausfinden. Eine Per-Field-Analysis, sehr, sehr praktisch. Das geht bei REST so ohne weiteres oder bei normalen HTTP-Ressourcen so ohne weiteres nicht. Und damit sind wir tatsächlich schon relativ weit am Ende angelangt und wir haben euch eine ganze Menge zu GraphQL und Angular gezeigt und ich hoffe, ihr seid mit uns einer Meinung, es ist alles überhaupt gar nicht schwer und gar kein Hexenwerk. Man muss sich natürlich an die Tools gewöhnen und mit der GraphQL-Language warm werden, aber am Ende ist es alles sehr straightforward, orientiert sich sehr an dem, was wir schon aus Angular kennen und es ist eine sinnvolle Alternative zu REST-Services. Aber es ist halt wirklich kein REST. Absolut nicht. HTTP ist einfach nur die Transporttechnologie. Abgesehen, immer 200 OK, immer Post gegen /GraphQL. Das ist kein REST mehr. Und über diese ganze Debatte REST versus GraphQL gibt es sehr, sehr lange Auseinandersetzungen im Internet, auf Konferenzen. Das ist quasi eins der großen Themen in den letzten Jahren gewesen. Was ist nun toll daran? Was denkt Roy Fielding dazu, der sich damals REST ausgedacht hat? Und fast schon so eine religiöse Auseinandersetzung an manchen Punkten. Ihr solltet das nehmen, was euch am besten passt. Also hast du so einen Sticker drauf mit Ask me about GraphQL, ist das Erste, was sie sagen. Ja, und wie machst du Autorisierung und Authentifizierung? Du kannst ja keinen Statuscode senden. Das ist uns wohl bewusst, aber es geht natürlich trotzdem zu lösen. Ne? Facebook setzt es auch ein. Ja, und die müssen es ja wissen. Ja, so, das Schema ist wichtig. Ja, genau, ist wir haben, wichtig. Wir haben gesehen, dass
Schema steht quasi in der Mitte, alles dreht sich darum, das ist das Typsystem, in dem alles verzeichnet ist, wie unsere Daten aussehen, wie sie angefragt werden können. Und das ist genau der Punkt. Wir machen Anfragen, Abfragen und Mutationen gegen dieses Schema. Alles ist stark typisiert. Ja, der Client erhält die exakt benötigten Daten und ich finde, den Bullet Point hättest du auch nochmal raufmachen können. Hast du ein Schema, kannst du Code generieren, musst ihn nicht selber tippen. Ich bin ja stinkefaul, nehmt es mit, generiert euch den Code. Das geht natürlich auch mit anderen Technologien wie Swagger, aber bitte generiert Code. Und der letzte Punkt, für den haben wir eine einzelne Folie. GraphQL legt überhaupt nicht fest, woher die Daten kommen können. GraphQL ist eine Middleware oder ein GraphQL-Server ist eine Middleware, der die Anfragen vom Client entgegennimmt und sich die Daten von dort beschafft, wo sie herkommen. Und das funktioniert technisch so, dass ihr einfach eine Funktion habt, die für Teile eures Schemas verantwortlich ist. Da ist dann die Frage gestellt, wie löst man denn eigentlich Bücher auf? Wo kommen Bücher her? Wo kommen die Autoren zu den Büchern her? Und in dieser JavaScript-Funktion könnt ihr dann einfach allen Schindluder treiben, den ihr wollt, um die Daten zu besorgen und entsprechend weiterzugeben. Da gibt es Referenzimplementierungen, da gibt es viele Bibliotheken fürs Backend, für alle möglichen Programmiersprachen. Da sind also kaum Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch euren Legacy-Mist nehmen und GraphQL oben drauf packen und es ist auf einmal richtig toll. Yeah. Also nutzt die Chance. Und das Tolle dabei ist, es ist ja so herrlich agnostisch, dann sind es halt uns dort Procedures, die liefern Daten top, daraus machen wir ein Query. Ja? Also nutzt es einfach, das ist auch, wenn man sagt, wir stellen auf GraphQL um, ist das vielleicht immer die richtige Möglichkeit, jetzt alle möglichen Datenquellen unter GraphQL zu vereinen. Das ist auch ein bisschen so die Idee. Und dann kann ich auf selbe Art und Weise darauf zugreifen. Super. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr hier wart. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen GraphQL näher bringen könnt, ihr heute hier rausgeht und sagt, ja, GraphQL ist was, das ich heute Abend auf jeden Fall ausprobiere. Und in dem Sinne, vielen Dank, viel Spaß damit.